Wie kommt man denn als Jurist auf die Idee, Garnelen zu züchten? Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Das kam wie viele Ideen so aus dem Nichts. Ich habe ja Jura studiert und war dann in München und wollte eigentlich Anwalt werden. Und dann kam ein spannendes Gespräch zustande mit einem Bekannten von mir, der Krebse gezüchtet hat. Und aus diesem Gespräch wurden dann wochenlange Gespräche. Und dann haben wir mal plötzlich recherchiert und festgestellt, dass der Markt für Garnelen unglaublich groß ist, dass Garnelen sehr beliebt sind auf der ganzen Welt, aber dass die Zuchtbedingungen in diesen Erzeugerländern, ob das Südostasien ist oder Südamerika, eher fragwürdig sind. Und dass viele Konsumenten heute sagen, ja, eigentlich will ich gern Garnelen essen, aber wenn ich nicht wirklich weiß, wo die herkommen und man dann auch immer wieder so Themen hat wie Pandemien und die Arbeit dann mit Antibiotika, dann haben wir uns überlegt, vielleicht schaffen wir das, auch so eine Garnele dort zu züchten, wo sie konsumiert wird, sehr transparent, mit super Wasser, ohne Tierquälerei, ohne Antibiotika, sehr gutem Futter. Und so entstand dann die Idee, eine landbasierte Garnelenzucht mitten in Deutschland aufzubauen. Was hast du auf die Frage, was ich später werden möchte, als Kind geantwortet? Wahrscheinlich wollte ich auch Polizist werden und Feuerwehrmann und so die Klassiker. Das kam dann einfach anders, aber da bin ich gar nicht unzufrieden mit. Wenn du deinen Garnelen Musik vorspielen würdest, welches Genre wäre das? Das ist eine sehr gute Frage und das wird ja auch gemacht, also in der Tierzucht. Meist um auch den Stress abzubauen, gerade wenn Tiere auch enger gehalten werden. Wir müssen das nicht machen, wir haben sehr geringe Besatzdichten, insofern ist auch Lautstärke bzw. auch Musik jetzt nicht unbedingt relevant, insbesondere weil ja auch dazwischen Wasser ist, aber wahrscheinlich wäre es klassische Musik auch, ja, zum Entspannen. Was ist denn dein Lieblingsgarnelengericht? Ich habe mehrere Lieblingsgarnelengerichte. Ich liebe das Tartar, was unser lieber Marco aus unserem Team immer macht. Das ist, glaube ich, sogar eine Erfindung von unserem lieben Marco. Klein geschnittene bayerische Garnele, hochwertiges Olivenöl, etwas Salz. Ich glaube, er macht Zitronenzeste etwas drüber, macht Zitrone, auch Saft so ein bisschen rein und Basilikumblätter klein gehackt. Daraus macht er so einen kleinen Ball, mundgerecht. Fantastisch. Und dann ist die Garnele in der ganz klassischen Variante mit etwas Öl und Butter. Das mische ich immer. Ich brate sie dann scharf an von beiden Seiten, 30 Sekunden, lasse sie innen aber noch ein bisschen glasig, nehme sie dann schnell raus, mache 2-3 Tropfen Zitrone drauf und reiche sie ganz, also wirklich plain. Da schmeckt man den wirklichen Unterschied und das liebe ich am allermeisten. Welches Seafood-Produkt kochst du am liebsten zu Hause? Die bayerische Garnele? Ja, also ich habe natürlich Klassiker, die ich immer in meinem Tiefkühler habe. Ich kaufe dann immer so alle 3-4 Wochen den Bedarf, den ich so brauche für meine Familie. Ich habe eine kleine Tochter, die liebt den Ora King Lachs. Den nehmen wir mehrfach wöchentlich fast schon. Im Ofen, Niedrigtemperatur, 120 Grad, machen so ein bisschen Olivenöl drüber. Auch so, dass der glasig ist, nicht zu trocken. Den kann man immer essen. Das ist ein Produkt, was wir immer vorrätig haben. Wir lieben auch den Wolfsbarsch. Der ist sehr gut, krätenfrei, ist portionierbar, im Grunde ready to eat. Also echt praktisch. Man nimmt den raus, der ist in kürzester Zeit aufgetaut und dann in die Pfanne. Einfach super. Ist für mich ein tolles Produkt. Die Gambero Rosso liebe ich sehr. Auch gerade das Tartar, aber auch das Carpaccio von der Gambero Rosso. Ist super Vorspeise. Mache ich oft so süditalienisch, weiß ich noch wie heute, unser süditalienischer Lieferant, der Antonio, mit dem ich ja auch sehr eng befreundet bin, den ich regelmäßig besuche, habe ich gerade vorletzte Woche wieder gesehen, der ja mit Porto Santo Spirito da seinen Familienbetrieb betreibt in Süditalien, der die Hand klopft in seiner Manufaktur, der hat mir ein traditionelles Gericht aus Süditalien mal verraten. Da taut man im Grunde dieses Carpaccio Gambero Rosso auf. Und dann legt man eine halbe Burrata, legt man in die Mitte von diesem Carpaccio und dann macht man ein bisschen Olivenöl drumherum, macht Meersalz drüber und röstet noch Pinienkerne an und die träufelt man dann auch noch mal so ein bisschen drüber und das ist eine fantastische Vorspeise. Wenn die bayerische Garnele sprechen könnte, was denkst du, würde sie über ihre Lebensbedingungen in der Zucht sagen?
Also wenn die Garnele in so einem asiatischen Teich schwimmen würde und dann würde sie ganz plötzlich rüberspringen in unsere Zucht, dann würde sie denken, wow, das ist ja hier ganz sauber alles und das Wasser ist ja schön und ich habe hier schönes Salzwasser und dann kommt da so ein Futter und das schmeckt ja köstlich, dieses Futter. Und da habe ich hier ein paar Kollegen und die schwimmen hier auch rum, das ist schön, den kann ich mir zuwinken, aber die sind auch genug weit entfernt, also die bedrängen mich auch nicht und ich finde dann so kleine Unterschlupfe, wo ich mich mal hinsetzen kann. Ich glaube, die würde sagen, das ist nicht so schlecht hier. Ich glaube, hier will ich bleiben. Die würde sich sehr wohlfühlen bei uns. Wenn du dich zwischen einem Leben als Seemann und einem Garnelenzüchter entscheiden müsstest, welches würdest du bevorzugen? Zwischen Seemann und Garnelenzüchter? Ja, das ist eine gute Frage. Das Leben eines modernen Garnelenzüchters, wie ich es bin, ist ein relativ trostloses, muss ich gestehen, weil ich sehr viel Videocalls machen muss, sehr, sehr viele E-Mails über den Tag beantworte. Da ist das Leben unserer Meeresbiologen bei uns im Team sicherlich ein bisschen spannender, weil die sind hautnah dran an den Tieren. Ein Seemann hat kein einfaches Leben, glaube ich. Der ist dann wochenlang auf hoher See, bei rauem Wetter, das ist nicht ganz ungefährlich. Also ich würde mich definitiv eher für den Garnelenzüchter entscheiden, den modernen. Und wenn ich modern sage, dann ist es eher so der Schreibtischtäter in meinem Fall. Aber ich bin auch immer wieder natürlich im Wochentakt bei uns in der Farm, laufe durch, schaue mir die Garnelen an. Macht mir immer wahnsinnig Spaß, wenn ich da reingehe und die Tiere sehe. Weil nur E-Mails beantworten ist eben langweilig. Ja, hätte ich auch Anwalt werden können, bin ich ja nicht geworden. Und ist einfach klasse, da durchzulaufen, dieser Geruch und die Tiere, die dann da schwimmen, zu sehen in verschiedenen Größen. Ich find's ganz klasse, was machen zu dürfen, wo man was herstellt und wo man nicht nur eine Dienstleistung anbietet, sondern wo man tatsächlich ein Produkt herstellt, was dann sogar noch konsumiert wird, wo man dann auch Rückmeldung kriegt von Konsumenten, die ganz positiv sind. Ich glaube, das merken wir alle bei uns in der Firma, dass das was ganz Einzigartiges ist, so was Einzigartiges wie so eine bayerische Garnele züchten zu dürfen. Was war der biggest catch in deinem Leben? Das war meine Frau, ganz eindeutig. Das war der Uber-Mega-Catch. Das ist auch leider nicht mehr zu toppen in meinem Leben. Die behalte ich auch. Da bin ich mir ganz sicher. Und da gab es noch ein kleines Sahnehäubchen, das ist nämlich meine Tochter. Das war auch ein gigantischer Catch, auch wenn der Catch jetzt sehr klein ist, aber sehr schnell wächst. War auch ein Riesen-Catch. Familie ist einfach was ganz Besonderes. Insofern, das waren die größten Catche für mich im Leben.